Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Wir haben nicht mehr Mittwoch, aber es ist trotzdem Shrine Time. Was ist passiert? Am Mittwoch, ich gucke mal nachts, was für ein Schrein es gibt, weil der sich immer um 1 oder 2 Uhr ändert, ohne Baba Yaga. Die hat tödliche Verfolger dabei auf jeden Fall. Wahnsinn. Und da gab es einen neuen Schrein, so letzten Mittwoch nachts. Und dann hat sich Behavior überlegt, lasst uns doch den Schrein einfach um 17 Uhr am Mittwoch nochmal ändern. Und deswegen haben wir jetzt den von der Community gewählten Schrein schon. Demnächst gibt es ein Community-Event, in dem der Schrein jetzt gewählt wurde, mit den Perks Bestärkung unten von Rebecca und rechts Blendgranate. Die hat mich gesehen. Okay. Ui, da bin ich ja richtig schön reingelaufen. Ich versuche mal einfach ein bisschen... Ui! Also... Ui, Baba Yaga. Heieiei. Ja, und deswegen gibt es jetzt einen zweiten Schrein der Geheimnisse für euch. Und der erste ist... Ja, obsolet. Den gibt es nicht mehr. Was habe ich mitgenommen? Ich spiele Rebecca, weil Bestärkung unten ein Perk von Rebecca ist. Und das macht genau das hier. Hi, danke. Stark. Wenn ein Überlebender am Haken ist, kann ein anderer Überlebender mit dem Perk Bestärkung in den Überlebenden am Haken ein bisschen mehr Zeit verschaffen. Und damit auch seinem ganzen Team. Danke. Indem er Bestärkung drückt, wenn er 6 Meter vom Haken entfernt ist, dann wird der Hakentimer pausiert. Das geht einmal pro Hakenphase pro Überlebenden. Wo ist sie? Dort. Die Baba Yaga ist hart drauf auf jeden Fall. Gefällt mir. Dann die Blendgranate. Beides mit B. Blendgranate. Kein Geißelhaken. Macht es, wenn ich 50% Generatorfortschritt mehr erarbeitet habe, die Blendgranate aktiviert wird und ich dann in einem Schrank mir eine Blendgranate basteln kann. Sie kommt von dort. Ich guck mal, dass ich hier irgendwie... Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die eiserne Jungfrau dabei hat, ist bei einer Huntress gar nicht mal so unwahrscheinlich. Damit habe ich schnell und leise dabei. Das ist das Perk Ogen von Meg. Und damit kann ich schnell und leise in einen Schrank. Und warum kann ich keine Blendgranate herstellen? Weil die noch nicht ready ist. So, eiserne Jungfrau. Sehr schön. Ich hätte auf jeden Fall die Taste für aktive Fähigkeiten so drücken können. Die Taste kennen wir jetzt inzwischen. Jetzt ist es ready. Ich verstecke mich nochmal. So, Blendgranate herstellen. Mit der Blendgranate, die habe ich jetzt in der Hand gleich, wenn ich rausgehe. Ich glaube, sie kommt gerade hier rüber, deswegen gehe ich mal nicht raus, weil sie ja eiserne Jungfrau hat. Okay, jetzt ist sie weiter weg. Aber sie kommt hier hin. Die Blendgranate kann ich dann einmal plumpsen lassen. Oh, da vorne ist sie. Ich habe sie geblendet. Mit der Blendgranate. Ich bin ganz stolz auf mich. Hier ist keine Palette mehr. Und dafür liege ich jetzt mit eiserne Jungfrau. Gut, das machen wir diese Runde über nicht mehr. aber es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Ja, also ich kann dann so einen Knaller mir herstellen. Und zwar halt öfter. Je nachdem, wie oft ich 50% Generatorfortschritt mir erstelle. Geißelhaken. Ja, mit Bestärkung habe ich noch
Links Einfühlungsvermögen mitgenommen, um zu sehen, wo gerade verletzte Überlebende sind. Das wäre mit der Blendgranate zusammen halt auch ganz witzig. Denn so könnte ich mal sehen, wo gerade gejagt wird. Und danke, wir haben auch alle Bestärkungen dabei. Ich find's großartig. Eine sehr bestärkte Runde hier. Dort, okay. Und sie ist tot. Also, ich bin mir sehr sicher, dass sie hier irgendwo in der Nähe ist. Ich bück mich mal, dann bin ich leiser. Bill wurde da vorne getroffen, alles klar. Dann gehen wir mal mit Klödi da vorne wieder an den Jen. Schnell und leise. Okay, sie kommt hier wieder hin. Wahnsinn. Also die ist echt stark, oder? Stelle ich mich sehr dämlich an? Vielleicht beides. Ich tippe auf beides. Ja, genau. Also Community-Event wird bald gestartet. Ach, wenn, dann ist Bill derjenige, der vom Geisterhaken getroffen ist. Und dann passieren in dem Event die Dinge, die sich von der Community gewünscht wurden. Bedeutet, es gibt, je nachdem, ich weiß es nicht, wofür gestimmt wurde. Es wurde für diesen Schrein gestimmt, auf jeden Fall. Bill, wenn du jetzt liegst, ne? Der wollte Jen auch unbedingt durchziehen. Das hat es für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwieriger gemacht. So, Bestärkung drücken wir auch einmal. Ich heile dich zuerst. Ich spiele die Perks übrigens auf Rebecca. Nicht nur, weil es ein Rebecca-Perk ist, Bestärkung. Mit diesem Daumen nach oben, das macht sie in der Lobby ja auch immer. Sondern weil das thematisch auch ganz gut passt. Weil Rebecca ist ja eine Sanitäterin. Deswegen hat sie auch dieses Rescue hinten drauf stehen. Und ja, ich bestärke Leute, ich heile Leute gerne und ich habe aber auch eine Blendgranate der Hinterhand, um Leute zu befreien natürlich. So. Die Blendgranate stelle ich mir nicht nochmal her. Bill ist am Jen. Bitte sei blind. Danke. Nee, die Blendgranate. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich nochmal traue, außerhalb des Terror-Liedes hier, des Lied-Terror-Radius, nochmal eine Blendgranate herzustellen. Aber ich glaube, ich lasse es lieber. So, jetzt ist sie verletzt. Sie jagt davon an unserem Jen. Da stand auch noch die Palette und jetzt ist sie leider tot. Vielleicht hat Bill ja Adrenalin. Und vielleicht geht sie ja dadurch, dass sie Barbecue vielleicht hat, zuerst zu Bill. Begeistert Haken. Sie geht erst hier rüber. Das kriege ich hin, das kriege ich hin, das kriege ich hin. So. Da ist sie. Sie hat keinen Know-It, oder? Hui. Hier ist eine offene Kiste, oh je.
Okay, da ist Bill leider nicht am Ausgang. Wo ist sie? Da. Da geht sie rückwärts durch, okay. Ich hätte... Ja, ich hätte auch nicht springen können. Puh, das macht sie super, super, super gut. Ich hätte in dem Loop bleiben müssen eigentlich. Ja. Und ich weiß nicht, wo der zweite Ausgang ist. Ich habe nur auf den einen geachtet. Ich habe das jetzt, ehrlich gesagt, aus Panik gemacht. War Bill überhaupt an einem Ausgang? Ich glaube, der hatte kein großes Vertrauen in mich. Und sucht sich jetzt die Lupe. Es sei ihm gegönnt. Der hat es echt super gemacht. Ich glaube, sie hat die... Nee, er hat aufgemacht. Ich habe das Symbol bei ihm gar nicht gesehen. Ich habe jetzt extra darauf geachtet. Ich habe das Symbol nicht gesehen. Vielleicht während ich geblinzelt habe. Ich weiß es nicht. So, das war dann die... Boah, ich habe wenig Punkte. Habe ich denn einen Pip gekriegt? Ich war nicht gut. Ich habe einen Pip gekriegt. Naja, gut. Also, Jungfrau, wussten wir, enthüllte Dunkelheit ist super auf der Huntress. Geisterhaken wussten wir und tödliche Verfolger haben wir gespürt. Ja, ja, Claudette vor allem. Das tat weh. Starkes Perkbild auf ihr, ohne Add-ons. Also, war das eine gute Huntress oder war das eine gute Huntress? Wahnsinn. Sehr schön, ja, cool. Tja, wie oft hatten wir Bestärkung in der Runde? Hier, 1, 2, 3, 4 Mal. 4 Mal Bestärkung in einer Solo-Queue-Runde. Also für mich Solo-Queue. Ich lieb's. Ich sag GG. Und ich hoffe, die zweite Shrine-Time der Woche hat euch gefallen. Guckt auch bei Happy Brictus vorbei. Die zeigen die Perks aus dem Schrein der Geheimnisse für die Killer. Und dann sage ich GG, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich nicht diese Woche mit dem neuen Schrein, sondern erst nächste Woche und zwischendurch und so, ihr wisst schon. Bis dann, ciao!